Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mal mit einem etwas anderen Background. Ich habe mein Bücherregal heute im Hintergrund. Nicht, weil ich jetzt meinen Hintergrund mit meiner Couch ändern möchte, der gefällt mir schon sehr, sehr gut, sondern weil wir mein Bücherregal heute für das Video brauchen. Dieses Video ist nämlich sehr spontan entstanden. Ich bin eben ein bisschen auf der Couch in Instagram versumpft, wie das halt so gern ist, und habe ein Reel gefunden, beziehungsweise danach mehrere Reels gefunden, in denen die Leute über ihre offenen Buchreihen gesprochen haben oder die einfach mal kurz als Reel zusammengefasst gezeigt haben. Und dann habe ich mich gefragt, wie viele offene Buchreihen sind in diesem Regal zu Hause? Ich weiß es gar nicht. Ich habe mit Sicherheit super viele Buchreihen, bei denen ich vielleicht nur Band 1 gelesen habe und die Folgebände nicht in meinem Regal stehen habe, weil ich sie einfach noch nicht gekauft habe oder weil sie vielleicht zu der Zeit noch nicht erschienen waren, I don't know. Und ich habe bestimmt auch Buchreihen, die ich im Gesamten hier stehen habe und davon vielleicht trotzdem erst ein Band gelesen habe. Und dann habe ich vielleicht auch Buchreihen, die im Gesamten hier stehen, wo mir vielleicht nur noch ein einzelner Band fehlt, um sie abzuschließen. Ich wollte heute einfach mal mein Regal mit euch durchgehen und gucken, wie viele offene Reihen in meinem Regal zu Hause sind. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, ob es 20 sind, ob es 30 sind, ob es 80 sind, I don't know. Das werden wir heute zusammen rausfinden und ich würde mich dann gerne im Laufe des Lesejahres so ein bisschen selbst challengen und mal gucken, wie viele Reihen ich vielleicht beendet kriege. Ja, ich muss gerade selbst über mich lachen, weil ich genau weiß, dass ich in diesem Jahr auch wieder super viele Reihen neu starten werde. Weil ich genau weiß, dass in diesem Jahr super viele neue Reihen auf den Markt kommen. Sei es jetzt die neue Reihe von Kira Kroh, auf die ich mich schon unnormal freue, die neue Reihe von Lily Lucas, auf die ich mich unnormal freue. Oder, ja, guckt euch einfach meine Neuerscheinungsvideos an, dann wisst ihr, auf welche Bücher ich mich sehr, sehr freue. Die neue Reihe von Emma Scott zum Beispiel. Ja, demnach wird die Anzahl der offenen Reihen tendenziell eher mehr. Da wäre es doch mal eine schöne Challenge zu sagen, ich versuche jetzt einfach mal Reihen, die hier schon ewig liegen, abzuschließen. Das wäre doch mal eine Maßnahme. Und ich habe echt gar keine Ahnung, wie viele es sind. Ihr könnt ja mal jetzt in die Kommentare schreiben, was ihr tippt, wie viele offene Reihen ich in diesem Regal stehen habe. Also da oben geht es ja noch weiter. Das sieht man nur auf der Kamera nicht. Ich muss die gleich vielleicht mal ein bisschen weiter nach hinten schieben. Ich werde mich jetzt mal ans Zählen machen. Vielleicht mache ich auch so eine kleine Statistik, bei welchen Bänden ich zum Beispiel, bei welchen Reihen ich zum Beispiel, oder bei wie vielen Reihen ich zum Beispiel erst ein Band gelesen habe und bei wie vielen Reihen mir nur noch ein Band fehlt. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ja, dazu müsste ich mir jetzt aber einen Zettel und einen Stift holen. Nein, einen Stift habe ich hier. Aber ich müsste mir ein Blatt organisieren. Und dann zählen wir mal durch und machen Strichlisten und da bin ich nachher mal auf die Auflösung gespannt. Wir haben ein Ergebnis. Ich habe mir im Nachgang jetzt noch eine Strichliste gemacht und habe da geguckt, bei wie vielen Reihen ich nur ein Band gelesen habe, bei wie vielen Reihen ich nur noch ein Band zu lesen habe und wie viele Reihen ich einfach irgendwo mittendrin bin. So, Trommelwirbel. Ich habe insgesamt 52 offene Reihen in diesem Regal stehen. Ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht warum, aber was ich weiß, sind 52 offene Reihen. Und das sollte vielleicht einfach mal runtergeschraubt werden. Wäre ich stark dafür. Ja, wie splittet sich das Ganze? Also ich habe genau 10 Reihen, die ich
irgendwo in der Mitte beendet habe, also wo ich vielleicht 2 oder 3 Bände gelesen habe von 5 oder 2 von 4 oder 2 von 6, je nachdem, wie viele Bände die Reihe hat. Also wo ich irgendwo mittendrin hänge und ja, nicht nur reingelesen habe, sondern halt einfach mittendrin aufgehört habe, warum auch immer. Dann Reihen, bei denen ich nur Band 1 gelesen habe, aber bereits weitere Bücher zum Großteil im Regal stehen habe, waren 10, insgesamt 30. Und dann, wenn wir jetzt schlau sind und rechnen können, sind es noch 12 Reihen, bei denen ich nur noch einen einzigen Band zu lesen habe. Und das wäre zum Beispiel jetzt ein guter Anhaltspunkt für ein What I Read Next Video, dass ich da sage, ich suche mir von den 12 Reihen 4 Stück raus, die ich dann beende. Also, wo ich dann sage, ihr dürft ein Buch auswählen, das eine Reihe quasi in diesem Subvoting dann als beendet ist, wenn ich das Buch gelesen habe. Müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Das What I Read Next für diesen Monat ist schon abgedreht. Da können wir das leider nicht mehr machen. Das wird ein Buchschnitt What I Read Next. Aber das für den Monat März könnten wir so vielleicht mal in Angriff nehmen. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht ein Band oder einen finalen Band einer Reihe hier auf meiner 24/24 Liste habe. Dann könnte man das wieder ein bisschen kombinieren. Mal gucken. Ich bin aber tatsächlich ein bisschen überrascht von mir selbst. Ich meine, ich sortiere ja regelmäßig Bücher aus und da sind auch oft Reihen dabei. Gerade bei meinem letzten Unhaul-Video habe ich 2 komplette Reihen aussortiert, die allerdings schon gelesen waren. Aber nichtsdestotrotz bin ich echt verwundert, dass es über 50 sind. Also ich hatte so mein Bauchgefühl und das hat irgendwie gesagt, ja, es sind vielleicht so zwischen 25 und 30 Reihen. Aber dass es wirklich so viel sind, hätte ich nicht gedacht. Und ich bin ein bisschen schockiert über diese Anzahl. Ich meine, es gibt bestimmt Leute, die haben noch mehr. Aber für mich sind 50 offene Reihen wirklich viel, weil ich eigentlich so ein perfektionistischer Mensch bin, der Dinge erstmal abschließen möchte, bevor er was Neues anfängt. Ich mag das nicht, wenn so 1000 Sachen offen sind und ich weiß nicht, wie mir das bei den Büchern ja, in diesem Umfang passieren konnte. Ihr dürft mir jetzt gerne mal verraten, wie viele offene Reihen bei euch auf dem Sub schlummern, wie viele offene Reihen in eurem Regal schlummern. Und ja, vielleicht habt ihr das ja auch noch nie gezählt oder habt es gar nicht so auf dem Schirm und werdet selbst überrascht, wie viele oder wie wenig es dann vielleicht auch bei euch doch nur sind. Es ist auf jeden Fall sehr spannend, kann ich euch nach dieser Erfahrung hier berichten. Ich bin echt gespannt, was ihr sagt. Also das ist ja so wirklich was, was man, glaube ich, nicht so oft auf dem Schirm hat oder nicht so präsent auf dem Schirm hat. Wir können ja auch einfach mal sagen, dass wir am Ende des Jahres nochmal so ein Video machen, ich dann nochmal alles durchzähle und euch dann auf den neuesten Stand bringe und gucke, ob ich es geschafft habe. Vielleicht mache ich das auch in meinem Challenge-Video zusammen, ob ich es geschafft habe, zumindest mal unter 50 zu kommen. Oder nennen wir uns mal ein Ziel. Wir wollen so einen Stand der offenen Reihen so um die 40. Sagen wir einfach mal, ich peile 40 offene Reihen an. Das sind jetzt noch 12 Reihen, die ich beenden müsste und eben nicht mehr so viele anfangen oder die dann gleich weiterlesen. Mal schauen. We will see. Wir werden es auf jeden Fall am Ende des Jahres erfahren. Das war's jetzt aber von mir. Lange genug gebabbelt schon wieder. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Genießt das Wetter. Ich gehe jetzt gleich noch ein bisschen wandern. Es ist nämlich strahlendes Kaiserwetter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Habt's fein und tschüss!